Ja, grüß euch zusammen, willkommen zurück im LS19 auf der Holzer-Map am schönen Tegernsee. Wenn ich dich so Tegernsee, denke ich an den Tegernsee. So, den habe ich da eingeparkt, dann ist das und das und das. So, wir springen gerade mal durch die Dinge. Hoffentlich kackt nichts ab. Das habe ich nämlich oft. Ah, genau, den haben wir voll gemacht, ne? Den haben wir voll, den wollen wir jetzt verkaufen. Aber den lassen wir ab da vorne, ab der Kreuzung kann der, genau. Kann der alleine fahren. Ihr wart ja letztes Mal schon dabei, als wir den langen Weg angetreten sind zum Hackschnitzelverkauf. Ja, es muss halt verkauft werden, müssen ratzfatz gehen. Die Mietfahrzeuge bezahlten nicht die Luft. Ja. Also ein bisschen selbst fahren muss ich schon, weil ich habe nur einen Weg gesaved vom Waldstück bis zum Hof. Und vom Hof aus zum Händler. Das heißt, der würde im Leben nicht den Weg automatisch finden. Deswegen da vorne an die Kreuzung und dann kann er lostucken. So, wir haben jetzt im Spiel kurz vor 4. Das heißt, so arg lange können wir eh nichts mehr arbeiten im Wald, weil im Wald ist nachts ziemlich dunkel, ne? Und es sind auch die wilden Tiere unterwegs. Die beißen wir dann in die Hinnen. Dann habe ich es davon. So, ab da vorne geht es dann rund. Oh, der schiebt die Vorderachs. Liebe Leute, das ist nicht schlecht. So, Hofhändler, ne? Das war doch der Pfad, den wir einschlagen wollen. Zunächst passender. Ja, das können wir machen. Naheliegendster können wir auch mal machen. Ja. Du fährst aber keine 40, mein Kollege. Das wird nichts. Du fährst mal geschickt. 25 da war. So. Ah, hallo, guten Tag. Ja, da liegen zwar noch ein paar Stämme, aber ich denke mal, wir machen noch ein bisschen Holzernte. Dass wir Langholz und Schnitzel, Hackschnitzel noch genug haben, da kann der Komatsu auch erstmal wieder weg. Und vielleicht kommt das nächste Mal dann ein JD. Gibt es ja auch mittlerweile. Ja, ich weiß, Modliste hatte ich gesagt. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich schwöre es euch, ich nehme jetzt gerade auf Sonntagmorgen 6 Uhr. Dass ich überhaupt Videos für euch raushauen kann. Nur so viel kann ich ja schon mal sagen, die meisten oder ja, 100, also 99% aller Geräte, aller Mods finde ich oder hole ich mir über Forbidden Mods und ein paar noch über die LS Portal, heißt es glaube ich. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, entweder macht es auf dem Weg oder ihr müsst halt warten, bis ich tatsächlich dazu gekommen bin. Das ist halt wirklich im Moment ein bisschen stressig. Ich muss auch jetzt nach den Aufnahmen schon noch mal raus und habe dann noch zwei, drei Kleinigkeiten zu machen an der Hausfassade. Ja, der Putzer kommt morgen. Wollte eigentlich letzte Woche schon kommen. Da hatte ich noch Glück, dass er nicht gekommen ist, weil das hätte ich gar nicht geschafft. Hätte ich nicht geschafft. Ich habe schon auch gemerkt, dass jetzt am letzten Wochenende. Nee, der Putzer kommt für euch, kommt der Putzer eigentlich heute. Für mich kommt er morgen, ja, so war's. Dass am Freitag, am Samstag und am Sonntag ja nur 3 Folgen kamen, anstatt 4, ja, ist der Zeit geschuldet. Kann nur besser werden. Ich bitte um Verständnis dafür und hoffe, dass ihr trotzdem Spaß habt noch. Und Leute, lieben Dank, vielen lieben Dank. Mittlerweile 62 Abonnenten. Ich bin aus der Haut fahren. Das freut mich ohne Ende. Dann muss ich ja doch irgendwas richtig machen. Außer halt gegen den Holzstamm zu fahren hier. Ja, und ich habe immer noch keine, ich muss nochmal auf die Suche gehen, immer noch keine passende Forstfräse gefunden. Und ich habe eigentlich keine Lust mit dem komischen, mit dem Serienteil da, was da gibt, im LS zu zocken.
Weil das einfach, ja, das ist nicht so meins. Wahrscheinlich, es kann passieren, es wird auch wahrscheinlich so passieren, dass ich das Teil irgendwie dann doch nehmen muss, sonst kriege ich nämlich die Baumstümpfe, die mir helfen, auf den Sack gehen, gar nicht weg. Ja, schlimm, ne? Das ist ganz schlimm. So, jetzt sind wir vorbei. Ich habe gerade an den Abfahrer gedacht, eben kam kurz ganz kurz die Meldung, steckt im Verkehr fest, der wird wohl unten auf der Straße, auf der Hauptstraße angekommen sein, auf der Landstraße. So. Und da müssen wir auch irgendwann mal daran denken. Oh, das wird noch Arbeit. Die Stümpfe alle wegmachen. Und dann dran denken, dass wir dann ein paar neue Bäume setzen, ne? Das ist Pflicht. Wir können nicht alles abholzen und dann nichts nachpflanzen. Das geht nicht. Ersatzpflanzung auf jeden Fall. Oh, doing. Da, oh, das kam zu hart. Oh, das ist ein krummer Hund, guck doch mal da hin. Der war ganz schön schief gewickelt, gewachsen. Ein paar bräuchte ich auch noch zum Häckseln, ne? So ein paar Meterstücke wären auch mit Pflicht. Schickt im Verkehr fest einen Trigger erreicht, ganz geschickt. So, ah ja, ist ja gut. So. Ja, mir wurde auch geschrieben, ich soll doch mein Mikrofon etwas lauter stellen. Ich hoffe, dass es mittlerweile besser ist. Oh, den nehmen wir mit voll an der Marke, na egal. So, komm, müssen wir gerade mal gucken, was der Kollege, der nicht, der auch nicht, der auch nicht, dass der mal. Ach, da steht ein Anhänger von mir. Wer hätte es gedacht? Überall steht der Krempel vom Svenny um die Füße rum, eieiei. So, komm, da sind wir falsch. Ich habe übrigens, das habt ihr, seht ihr vielleicht, unten rechts die blaue Anzeige. AdBlue muss man mittlerweile, also habe ich einen Mod auch runtergeladen und reingenommen. Muss man mittlerweile auch dann nachfüllen. Hält aber, wenn ihr mich fragt, relativ lange. Weil ich habe das schon, ich muss euch was beichten. Ich weiß ja nicht, ob ihr das alles alle verfolgt, mal alle Projekte.
Ich habe bei der, auf der Niederbayern habe ich schon alle Silageballen wickeln lassen von der Endessen. Und da hatte ich auch schon, ja, auf zu huben. Da habe ich auch schon das AdBlue mit draufgenommen und habe die ganzen Ballen laden können mit dem 516er 1% AdBlue abgenommen. Also passt soweit. So. Was Hackschnitzel jetzt bringen, ist eigentlich relativ Wurst, weil es gibt nur eine Verkaufsstelle und da müssen wir den Preis sowieso annehmen. So, hinfort. Mal gucken, was es gibt. Immer wichtig, dass es auf jeden Fall einiges mehr gibt als die Miete der Fahrzeuge, die man dafür braucht. Ja, 10.000, ne? 12.500, alle ist doch okay. Ist doch gut. So, du darfst zum Hof fahren. Alleine, bitte. Händlerhof. Zack, zack, zack. Ja, ist dir auch aufgefallen, dass du gleich in die andere Richtung musst, hä? Du bist ja ganz clever, Kerl. Eieiei. Und jetzt die Leitplan drin, hä? Ne, passt schon. Akrasius, da war ich auch noch nicht. Ja, es gibt so einiges, wo ich hier noch nicht war. Aus dem einfachen Grund, ewigen 3 Tage lang fahren, für überall hinzukommen. Oh, das sind wir, ne? Das gab Kratzer auf der Mietmaschine, das ist nicht so gut. Oh oh, und jetzt? Wissen wir nicht, Jari, da. Es passt nicht so. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt vielleicht. Boi, ja. Oh oh oh. Das kommt zu hart. Komm, zieh, Kollege. Ah, da haben wir schon einiges weggerupft, oder? Ohne Witz, guck mal. Also ich glaube, in der nächsten Folge werde ich den Komatsu zurückgeben und werde mal doch eine Stubbenfräse dann holen. So blöd wie es ist, aber wir brauchen es ja doch. Und ich habe noch nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden, den noch nicht. Ah, Gott, Lili. Nicht gut. Ja, das war mir klar. Da muss ich was einfallen lassen später. Vor allen Dingen die Wurzel erst lasse ich ganz schön viel stehen, muss ich gerade feststellen. Irgendwie habe ich nicht so die richtige Orientierung da, ne? So, die nächsten, die rollen ja hoffentlich nicht weit, weil da ist ja so ein Stamm. Danke. Die nächsten beiden machen wir Meterstücke. Und da kommt der Komatsu weg. Komm mal zu mir. So, einmal Z. Hoffentlich hat er es gleich kapiert. Jo. Na, die passen doch direkt in den Karl-Overall, oder?
Na, ist das was? Ich habe ein schönes Häufchen im Wald gemacht. Na, das war doch mal ein Bäumchen. So, dann war es das für den Moment. Ich hoffe, ich konnte euch etwas unterhalten. Auch wenn es nur um Holz ging. Und jo, das nächste Mal kommt der hier weg. Dann machen wir noch einen Anhänger Hackschnitzel. Und dann laden wir die Stämme auf, machen mal Platz und werden dann im Laufe der nächsten Zeit ja mal halt dann tatsächlich so eine Stubbenfräse holen. Jo, dass der wieder ein bisschen Platz gibt, ordentlich aussieht und natürlich neue Bäume pflanzen. Gut, alles klar. Dann bin ich fertig. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Oder ein Abo. Wäre genial, geil. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi. 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 Da, der ist auch gekommen. Wunderbar.